Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich einmal der Frage nachgehen, ob man mit dem Trix Master Profi Fahrpult auch ein EMS-Pult betreiben kann. Ich habe hier schon alles angeschlossen und wie man hier unschwer erkennen kann, leuchtet hier schon die LED bereits grün und die einfache Antwort lautet ja. Ich zitiere aus der Originalbedienungsanleitung: Wenn Sie mehrere Loks getrennt steuern wollen, dann muss jede in einem eigenen Stromkreis fahren, mit jeweils eigenem Fahrpult. Soweit, so gut. Besser, Sie entscheiden sich für das Trix EMS-System für unabhängigen Mehrzugbetrieb. Ausführliche Hinweise dazu im Trix-Katalog. Ja, den Trix-Katalog, den kennen wir, aber da stand nichts drin, dass es erlaubt ist, dieses Fahrpult hier zu benutzen mit dem EMS-System. Und ich bin, und so ist dieses Video überhaupt zustande gekommen, ich bin in Schwerte darauf angesprochen worden, ob man das mit diesem Fahrpult so betreiben kann. Und ich war der festen, aber der wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht geht. Ich meine auch nach wie vor, da irgendwas irgendwie mal irgendwo gelesen zu haben. Ja, und jetzt war ja, das ist auch das Gute, gab es Gott sei Dank bei der IG Trix Express die Bedienungsanleitung, denn die fehlte mir hier zu diesem Pult. Ja, und was soll ich sagen? Wie gesagt, da steht das drin und ich war so ein bisschen baff, denn ich meine, das immer so überhaupt nicht gelesen zu haben. Ja, ich kann das Ganze mal zeigen. Man kann hier sehen, die Dampflok bewegt sich schön langsam in Bewegung. Es ist jetzt eine Fleischmann Piccolo Lok. Sie setzt sich auch langsam in Bewegung. Die Fahrspannung geht langsam hoch. Ja, jetzt ist er stehen geblieben, weil kein Kontakt. Wir können das ja mal zeigen. Also man sieht, sie würde immer schneller werden. Er fährt dann langsam hoch und langsam wieder runter. Na. So, und ich kann hier mit dem EMS-System hoch. Reagieren dann beide. Sehr interessant. Ne, die fährt. Die fährt und fährt und fährt. Interessant. Ach, ich weiß, warum die fährt. Das war ja auch in der BDA, dass wenn man schlagartig runterregelt, dass er ja dann auf der Fahrstufe dann bleibt. So. Liegt also an der Bedienung von dem Gerät. Was ich ja hier total gerade spannend finde, sind eigentlich die Langsamfahreigenschaften, die mir dieses System jetzt hier speziell bei der Spur N bietet. Also ich weiß nicht, abgesehen davon, dass die Lok hier mal jetzt so ein bisschen Kontaktprobleme hatte, aber wie fein ich damit fahren kann. Ich pack mal die hier weg. Finde ich das schon sehr interessant. Na. Da hat sich Trix wirklich was Schönes einfallen lassen, kann ich nicht anders sagen. Ich sehe aber, und das wurde moniert, dass hier die beiden LEDs irgendwie angehen sollen. Ich sehe davon leider nichts. Ich drehe mal auf. Und ich vermute, das ist aber jetzt auch erstmal nur eine Vermutung,
diese LEDs gehen ja nur bei Überstrom an. Und ich vermute, dass der Fehler dann hier in dem EMS-Pult liegt. Auch was mir geschildert wurde, es soll alles noch ganz normal funktionieren, weiß ich nicht. Vielleicht derjenige, der sich das gewünscht hat, möge da nochmal hier unterm Video ein bisschen kommentieren. Ich möchte da auch helfen, nur aktuell kann ich da nicht wirklich was sehen. Was natürlich auch hiermit dann getestet wurde, Fleischmann-Motor auf EMS. Das EMS-Signal kann also dieser Lok hier schon mal nichts anhaben. Und wir packen jetzt nochmal die Dampflok drauf, die ja auf EMS umgerüstet ist. Und können sehen, auch hier, ich kann aufdrehen. Da leuchtet nichts am Pult. Und das ist, genau, das war ja auch noch der Punkt, sollen irgendwie einmal 20 Volt sein und einmal irgendwie 22 Volt. Und ich kenne es nur so, also diese Pulte haben in der Tat, sind beide Richtungen nicht komplett gleich. Man kann das ausgleichen mit anderen Widerständen, beziehungsweise ist eigentlich so ein Zeichen dafür, aber das geht hier eigentlich schon fast zu weit. Ich habe mal hier so ein Pult offen. Das können auch hier an den Kleinsignaltransistoren kann das Ganze liegen. Wenn das richtig krass abweicht, in jedem Falle ist das eigentlich kein gutes Zeichen, sage ich ganz ehrlich. So wie es ist. Und ja, also das ist nicht gut. Das ist jetzt hier noch ein unüberarbeitetes Pult mit alten Elkos. So sollte das also auch bei Ihnen aussehen und die alten Darlington-Transistoren. Ja. Warum ich darauf kam, dass das hier nicht klappte, man muss bedenken, der Trafo, der das EMS-Pult versorgt, das sind ja die schwarzen und oder die schwarze und die weiße Anschlussbuchse hier von dem Pult, versorgt hier die Elektronik mit Spannung und erzeugt dann das EMS-Signal. Und abhängig wie das Poti hier steht, wird die Höhe und die Richtung von diesem Signal beeinflusst. Das DC-Signal, das analoge Signal, wie die analoge Lok fahren soll, also in dem Fall hier die V100, die wird eigentlich nur hier durchgeleitet. Und es ist ganz wichtig, dass diese beiden Spannungsquellen, die hier rauskommen, galvanisch getrennt sind, so nennt man das. Das heißt, sie sind nicht verbunden miteinander. Und ja, sobald diese verbunden sind, gibt es einen Kurzschluss oder kann es einen Kurzschluss geben. Ich habe hier so einen alten Rocco-Trafo, der kann das auf jeden Fall nicht. Und warum gibt es einen Kurzschluss? Man kann das hier noch sehen, hier war ja die Leitung angelötet. Denn hier ist blau und schwarz zusammen. Und je nachdem, wie das Trafo hier aufgebaut ist, und wenn es eben nicht getrennt ist, dann ist diese Brücke hier nämlich nicht richtig. Und dann kommt es nämlich zum Kurzschluss. Was wird des Weiteren noch gemacht? Man kann den roten Weg hier gut verfolgen. Es geht erst hier auf diesen Widerstand drauf. Und dann geht es weiter schon zu der Spule. Und eins weiter, das ist dann die nächste Geschichte, hier zu den 22 μF. Und es ist so, das EMS-Signal ist ja streng genommen ein
Wechselspannungssignal, weil es kann ja in beide Richtungen Plus und Minus annehmen. Und das wird hier herausgefiltert an dem Kondensator. Und die Gleichspannung geht hier durch die Spule durch. Und deswegen sind hier an dem Punkt nämlich beide Bauteile verbunden und gehen dann entsprechend nämlich hier zu dem Ausgang hier. Hier wäre ja dann der Ausgang. Und dementsprechend, ja, sind beide Signale dann gemischt. Das EMS-Signal kann nicht durch die Spule zurück oder nur ein geringer Teil, geht hier wieder zurück rein. Und ja, mehr ist das eigentlich nicht. Deswegen haben wir hier immer so ein bisschen auf dem Trafo auch noch ein bisschen Gerödel drauf. Aber die Spule, die filtert schon ordentlich was weg. So funktioniert das ganz grob. Und wenn hier, wie gesagt, diese Spannungsquellen beide irgendwie miteinander verbunden sind, dann funktioniert das halt einfach an der Stelle nicht. Ja, jetzt messen wir nochmal die Fahrspannung am Gleis im belasteten Zustand, also mit Lok und einmal ohne und auch mal mit beiden Loks und schauen einfach mal, wie hoch das Ganze ist. Ich vermute, dass wenn hier eine von den beiden angeht, dass hier schon ein sehr hoher Strom intern in dieser Kiste hier fließt und das könnte schon eigentlich für mich bedeuten, dass hier dann in dem Falle von einem Defekt auszugehen ist. Und das würde auch erklären, warum in der einen Position nämlich 20 Volt zu messen sind und auf der anderen Seite nämlich 22. Das hängt dann damit nämlich zusammen, dass hier schon irgendwo ein erhöhter Strom fließt und diese ganze Spannung, die hier erzeugt wird, schon dermaßen ja, belastet wird und einfach zusammenbricht. Und ich vermute, es wird nämlich die Wechselspannung sein, weil diese ganze Kiste wird ja über die Wechselspannung dann hier versorgt, die ganze Elektronik. Und da fließen hier schon irgendwo irgendwelche Ströme und ich vermute, dass es dann nämlich schon die Elkos sind. Da geht meine Vermutung hin, warum das so sein wird oder so sein kann. Aber das ist eine Vermutung. Ich habe ja die Teile nicht hier. Ich kann das nur so mir irgendwie zusammenreimen. Wenn hier die Gleichspannungsgeschichte angehen würde, dass hier ein zu hoher Strom schon fließt, dann kann das nicht viel eigentlich sein. Hier kommt ja unsere Gleichspannung an aus dem Trafo. Die geht hier rüber über diesen Widerstand. Ja, das wäre dann auch schon direkt hier das Erste, was ich überprüfen würde, ob das dieser Fehler dann noch bestehen bleibt, wenn man den hier mal ablötet. Wenn der weggeht, dann würde ich mal diesen Wert hier messen, wie hoch der Ganze ist. Ansonsten, ja, wenn der natürlich hier schon kurz geschlossen ist oder Richtung 0 geht und dazu niederohmig geworden ist, wie auch immer, dann kann es sogar auch wirklich tatsächlich hier dran liegen. Weil wenn man sieht, wo ist er denn gegengeschaltet, einfach gegen, ja, gegen die andere Seite, einfach als Last. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Dass hier niemals eine Leerlaufspannung ist. Ja, man sieht das ja. Hier ist direkt gegen Minus, gegen den Blauen. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Ja, was ich nicht glaube, ist dann, das geht dann hier drauf auf die Spule, dass die Spule niederohmig geworden ist. Dann das hätte ja eigentlich nichts weiter zur Folge, als dass dann hier am Ausgang auf den Pin, ja, es kann ja dann nur niederohmiger sein. Also
die Lok müsste dann noch schneller fahren. Also daran wird es dann auch nicht liegen. Glaube ich nicht. Ja, was auch noch wäre, ob dieser Fehler besteht, wenn ich eine andere Lok aufsetze. Wenn ja, dann ist es noch wahrscheinlicher, dass es hier an dieser Kiste liegt. Ansonsten ist da ja hier nicht viel. Dieser 22-μ-Kondensator, wir wissen, wenn der kaputt ist, dann hat er einen ohmschen Wert. Ich persönlich habe immer einen Wert gesehen, so um die 3 Kiloohm. 3 Kiloohm bedeuten aber nicht jetzt so einen großen Stromfluss hier rückwärts rein, dass hier die Überlastanzeige angehen würde, sondern man hat ja dann den Effekt, dass beide Lokomotiven irgendwie reagieren zusammen, obwohl ich nur hier auf dem EMS-Pult fahre. Mag sein, dass der auch niederohmig geworden ist, aber auch dann würde ich behaupten, wenn ich das Reparaturset hier verbaue, ist alles in Ordnung. Plus natürlich den 22-μ-Kondensator. Ja. So, ich baue jetzt aber um. Lange Rede, kurzer Sinn. Einfach, ja, um mal hier zu messen, welche Spannungen wir da haben. So, ich habe das jetzt einfach mal das Messgerät hier am Gleis angeschlossen. Ich halte es hier auch fest. Es liegt hier nur eben drauf. Man kann es gut sehen. Wir haben 9,33 Volt. Ich drehe hier auf in die eine Richtung. Wenn ich mich richtig hier das Ganze ablese, habe ich 18 Volt. Ich drehe das Ganze schnell runter, halte das mal hier fest. Sollte runtergehen. Ja, 10, irgendwas Volt. Passt, ich drehe in die andere Richtung auf. Man kann schön sehen, dass die Spannung steigt. Dementsprechend fährt ja auch dann die Lok schön sanft an. Ich habe 18 Volt. Das scheint mir auch erstmal plausibel. Und das ist auch der Grund, sage ich auch ganz ehrlich, warum, ja, wenn ich jetzt eine Spannung, eine Schaltung auslege, nur für eine Spannung von 12 Volt, so wie man das ja klassisch kennt, das hat man ja gar nicht. Sondern man hat da schon höher das Ganze. So, und wenn ich jetzt mit der Lok fahre, dann weiß ich nicht, ob er das als AC erkennt. Da habe ich auch nur 13 Volt. Na, was habe ich jetzt? 16 Volt. Ja, ich wollte hier nicht den Burnout machen. 16 Volt in die und auch 15 Volt in die andere Richtung. So. Also ich habe hier, das kann ich eben nicht nachvollziehen, 20 oder 22 Volt. Ja, das tut mir leid, kann das nicht nachvollziehen. Mag auch noch sein an dem Messgerät, je nachdem, was man da benutzt. Das ist jetzt ein True RMS Messgerät. Also es erkennt die Form des Signals etc. und kann da dementsprechend auch Rechtecke messen. Mehr bleibt mir dazu eigentlich nicht übrig zu sagen. Ich habe ganz schwer im Verdacht bei demjenigen, der mich da angesprochen hat, dass sein EMS-Pult so langsam die Grätsche macht. Und das würde auch erklären, warum ein anderes EMS-Pult vielleicht geht. Ist meine Meinung dazu, ich kann es nicht zu 100% klären und auch nicht sagen. Da muss man sich wirklich die Bauteile so
angucken. Ja, auch dass hier die LEDs irgendwie angehen. Also ich sehe da nichts. Auch wenn ich hier auf volle Kanne angehe. Vielleicht sind auch die LEDs als solches, wäre ja auch noch denkbar. Aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was soll an einer LED kaputt gehen? Ja, da kann man lange drüber philosophieren. Ich krieg's nicht nachgestellt. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, man stellt mir das zur Verfügung, dann kann ich gerne gucken, was damit los ist. Das wäre natürlich super, weil es interessiert natürlich jetzt auch alle anderen. Ja, ansonsten kann ich sagen, EMS-Pult, das ist dann natürlich dann die Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis. Und dieses wunderbare Trix-Profi-Fahrpult, das funktioniert und das funktioniert sogar richtig gut. An der Stelle bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage bis demnächst.